Über 70 Millionen Amerikaner haben für Joe Biden gestimmt. Das ist absoluter Rekord. Und der Wahlkrimi geht weiter. Biden und Trump sammeln beide Geld für einen möglichen Rechtsstreit. Und die Frage ist, wer zieht dann ein ins Weiße Haus? Ja, wir haben schon in der vergangenen Woche doch einige Turbulenzen erlebt und jetzt sehen wir gerade eine Erholung. Die Erholung hängt hauptsächlich damit zusammen, dass es zumindest derzeit einen starken Trend hin zu einem Kandidaten gibt und dass der vielleicht dann doch relativ, in Anführungsstrichen, relativ frühzeitig dann doch Präsident zum Präsidenten elect, so heißt es ja in Amerika, gewählt wird. Und damit einhergehend können die Börsen dann an dieser Stelle doch ganz gut damit leben, denn man gibt dann der rechtlichen Seite des Verlierers, den Rechtsweg, nicht so viele Chancen. Also man einigt sich hier darauf, dass Joe Biden wahrscheinlich jetzt die besseren Karten hat und versucht sich damit zu arrangieren und das derzeit auch ganz erfolgreich. Wir sprechen gleich darüber, was die Hängepartie für Anleger und Börsen bedeutet. Außerdem schauen wir auf die hohen Corona-Infektionszahlen und wir nehmen Abschied vom Flughafen Tegel. Außerdem haben wir wieder zwei Top-Aktienempfehlungen, die Commerzbank und die Deutsche Bank. Und damit herzlich willkommen zu Inside Markets X hier von der Frankfurter Börse. Ich bin Manuel Koch. Diese Sendung präsentiert Ihnen Markets X, ein Partner der Trading House Börsenakademie. Die stärkeren Rücksetzer aus der vergangenen Woche sind schon wieder vergessen. Der DAX ist über die 12.000-Punkte-Marke gegangen. Und das, obwohl die US-Wahlen ja mit Unsicherheiten jetzt verbunden sind und Corona-Zahlen schon wieder steigen. Wie passt das zusammen? Absolut. Wir haben Corona ganz vorne auf der Agenda gehabt, bis eben jetzt die Präsidentschaftswahlen doch eher eskaliert sind und es ein sehr enges Rennen geworden ist. Das hat dann zwischenzeitlich durchaus auch für eine Verstimmung gesorgt an den Börsen mit deutlichen Abschlägen. Aber jetzt läuft man wieder auf Kurs und daran sieht man ja, dass unter dem Strich die Börsen sich völlig abgekoppelt haben von den realen, fundamentalen Daten, sowohl wirtschaftlich wie auch jetzt beispielsweise bei der Thematik, wird es Trump oder Biden, was schon ein großer Unterschied ist für verschiedene Wirtschaftszweige, besonders in Amerika. Von daher sieht man, die Börse hat sich abgekoppelt, macht ihr eigenes Ding und das hängt hauptsächlich am Tropf der EZB. Billige Zinsen machen es möglich. Wir nehmen gleich Abschied vom Berliner Flughafen Tegel. Jetzt aber erst einmal der Veranstaltungshinweis. Webinare statt Seminare. Wenn ihr euer Börsen- und Tradingwissen verbessern wollt, dann meldet euch doch einfach kostenlos bei den Webinaren der Trading House Börsenakademie an. Die nächsten Termine sind am 18. November, am 1. Dezember und 16. Dezember jeweils um 19 Uhr ein exklusiver Marktausblick mit dem Portfoliomanager André Stagge. Er wirft dabei einen Blick auf die kommenden Börsenmonate und stellt seine Strategien vor. Meldet euch am besten jetzt gleich kostenlos an und sichert euch euren Platz unter trading-haus.de. Und wie sollten sich Anleger jetzt aufstellen? Ich finde, die meisten Anleger machen es bereits sehr, sehr clever. Das heißt, Kursausschläge nach unten werden zum Kauf genutzt und dann hält man auch die Füße still und wird nicht nervös. Das hat man in der Corona-Phase Teil 1 im März gemerkt. Da haben es die Anleger, die Privaten wohlgemerkt, viel besser gemacht als die Institutionellen. Und jetzt auch wieder nach doch einem klaren Abschlag Richtung DAX 11.500, 11.400 hat man auch gesehen. Da sind die Anleger ruhig geblieben und genau das ist es. Füße stillhalten und dann kann man weiterhin Geld auch an der Börse verdienen. Eine halbe Milliarde Passagiere, 6,5 Millionen Starts und Landungen, 375 Millionen beförderte Koffer. Am Sonntag endet mit der Schließung von Tegel nach 60 Jahren eine Berliner Ära. Dann wird der legendäre Flughafen für den normalen Flugverkehr dicht gemacht. Er bleibt aber noch 6 Monate betriebsbereit, falls am BER doch noch etwas schief geht. Wir sagen bye bye TXL. Und wir schauen auf die Top-Aktienempfehlungen der Trading House Börsenakademie. Zuerst auf die Commerzbank. Im Bereich von 4 Euro zeichnete sich in den letzten beiden Monaten ein Doppelboden ab. Ein Blick auf den Kursverlauf des großen europäischen Stoxx 600 Banks Index lässt eine größere Aufwärtsbewegung im europäischen Bankensektor erahnen. Die Analysten sehen hier eine Longchance. Aktuell ist noch etwas weniger Handlungsbedarf bei der Commerzbank-Aktie gegeben. Er ist oberhalb des 200-Tage-Durchschnitts bei aktuell 4,55 Euro. Werden ein Ausbruch aus dem kurzfristigen Abwärtstrend sowie Kursgewinne an 4,81 Euro wahrscheinlich. Darüber könnte es weiter zu den September-Hochs bei 5,28 Euro aufwärts gehen. Eine Impulswelle in der Commerzbank-Aktie könnte sogar Kursgewinne an glatt 6 Euro hervorbringen.
Die Wertpapiere der Deutschen Bank, die führten zeitweise die Gewinnerlisten in dieser Woche beim DAX an. Die Analysten sehen auch hier eine Longchance, doch ein schöner Tag macht noch keinen Sommer. Bis zu einer eindeutigen Signallage bei der Deutschen Bank sind noch einige Hürden zu nehmen. Die wichtigste Entwicklung wäre ein nachhaltiger Anstieg mindestens über die Nackenlinie und Horizontalwiderstand bei grob 8,30 Euro. Rechnerisch könnte das Wertpapier sogar auf seine Jahreshochs bei 10,32 Euro weiter zulegen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt mir gerne einen Daumen nach oben, kommentiert und postet. Und ansonsten sehen wir uns in der kommenden Woche wieder bei Inside Markets X. Ich bin Manuel Koch. Happy Friday. Diese Sendung präsentiert Ihnen Markets X, ein Partner der Trading House Börsenakademie.